Vorwärts! Shurima lebt in mir. Jetzt gehe ich mal ein bisschen weg. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Ein Beschwörer ist zurück im Spiel. Gebt euch Shurima hin. Ich tu wieder ein bisschen Farm. Letzten Endes werden wir alle vom Sand begraben. Ist ewig. Der Wille Shurimas ist mein. So, und ich geht's back. Bevor die Vayne mich wirklich noch holen kommt oder vielleicht der Ugel gleich gängt. Hätte ich keinen Bock drauf. Darum gehe ich jetzt erstmal back. Ich kaufe erstmal das Ding. Dann holen wir uns noch das da. Wir sind das Ergebnis unserer Entscheidungen. Also ich gehe jetzt als First Item gehe ich auf den Nashors Zahn wegen dem Attack Speed und der Abklingzeit. Als Second Item gehe ich dann, also ich habe hier schon das boshafte Codex, das geht dann nachher auf das hier. Wird aber noch eine Weile dauern, das habe ich mir nur erstmal am Anfang gekauft, um schneller meine Dings bellen zu können. Ein Verbündeter wurde getötet. Ich gehe dann als erstes gleich auf den Nashors Zahn und danach gehe ich auf das Sonjas. Und dann auf den Relais Kristallzepter. Was auch immer da ausgebildet wird. Ich habe gerade ein großes Durcheinander von Zeug gekauft. Die Macht der Sonne lebt in Shurima. Hab gerade ein bisschen durcheinander gekauft. So, jetzt können wir hier schon farmen. Ihr müsst mir nicht folgen, doch ihr müsst Zeugen. Wäre natürlich mega geil, wenn der Blue Buff jetzt noch da wäre, aber ich glaube es eher weniger. Sind auf uns gerichtet. Ein Herrscher erkennt, wenn die Zeit reif ist. Ein Gegner verfolgt im Blutrauschen. Nur dann hole ich mir. Das Schicksal liegt in unseren Händen. Ohne Shurima gibt es keine Zukunft. Der Befehl wurde erteilt. Ein Gegner wurde getötet. Diese schlafende Welt muss erwachen. Ein Verbündeter wurde getötet. Soldat, vorwärts! So. Spüre den Zorn der Wüste. Ich werde Shurima wieder auferstehen lassen. Verkraft sie! Erobern! Ich werde ihre Augen öffnen. Die Macht der Sonne lebt in Shurima. Niemand kennt die Fehler der Wüste besser als ich. Schade, da habe ich keine Chance gehabt. Keine Chance, leider, leider. Da habe ich mich ganken lassen, genau das, was ich eigentlich nicht machen wollte. Ach ja, erstes Game heute. Genau das ist es. Genau das ist der Grund, warum ich auch immer noch in Bronze bin, weil ich hier solche Plays hinlege. Und zwar ohne Unterbrechung. Nach einem halben Jahr immer noch, immer wieder dasselbe Scheiß und ich krieg's nicht hin, mich zu bessern. Das ist... Mein Imperium lebt in jedem Sandkorn. Irgendwo ein Wort? Ja. Daraus ruiniert mir das jetzt natürlich. Die Geschichte wird von uns geschrieben. Der Befehl wurde erteilt. Ich bin Shurimas Sonne.
Sonnenaufgang. Wir werden ausgraben, was verloren ging. Loyalität, meine Soldaten marschieren weiter. Jeder wird Shurima kennenlernen. Panion kann ich super kontern damit. Was war das denn? Autsch. Eigentlich, wenn der jetzt ein Schau gewesen wäre, dass ich jetzt sehr viele Kills holen können, aber... Na gut. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Wie lange dann bekomme ich jetzt auch ein paar AP? Naja, du bist auch gleich tot, sehe ich. Jupp, der ist gleich tot. Eine E vom S oder von der Katharina, das war's. Tja, hätte man nicht so lange gewartet, aber na gut, das ist halt Bronze, ne? Wir wandeln auf dem Pfad der Erleuchtung. Wann ist mein Tower down gegangen? Die Aufgestiegenen werden die Menschheit erleuchten. Soldaten, das Ergebnis Shurimas wird überdauern. Kein Opfer ist zu groß. Geht mit mir und lernt Erhabenheit. Achso, warte mal, das ist gerade was. Ja, mach nur ein Game. Die Geschichte wird von uns geschrieben. Also erzähl, muss ich mir wirklich erzählen, dass ich als Top-Lander meine Top gesetzt habe, oder? Nämlich... Ich kann nicht sehen, wenn du sowas hörst. Der Gegner hat einen Turm. Jeder wird Shurima kennenlernen. Die Aufgestiegenen werden die Menschheit erleuchten. Wir werden ausgraben, was verloren ging. Mein Imperium lebt in jedem Sand. So. Der Befehl wurde erteilt. Wir wandeln auf dem Pfad der Erleuchtung. Die Unwürdigen haben keinen Platz in den Geschichtsbüchern. Und dauern es auch. Ich werde Shurima wieder auferstehen. Das ist der Blubber wieder. Alle Augen sind auf uns gerichtet. Diese schlafende Welt muss erwachen. Erobern! Niemand kennt den Willen der Wüste besser als ich. So, diesmal gehe ich aber nicht wieder hier runter. An die Zukunft. Ein Herrscher erkennt, wenn die Zeit reif ist. Soldaten, vorwärts! So. Also Jungler ist auf jeden Fall auch. Du kannst ihn hier über die Mauern porten und seine Figuren über die Mauern porten. Das ist richtig krass. Loyalität wird belohnt. Ein Verbündeter wurde mir nicht folgen. Ja, die tun sich dort gerade alle killen lassen nacheinander, aber wirklich nacheinander. Terminiert. Das Vermächtnis Shurimas wird überdauern. Jetzt sogar Report Hero. Jetzt geht das mit den Reporten wieder los, ey, ohne Scheiß. Ich will bei Leuten, die sowas schreiben, das PC greifen, ohne Mist. Shurima lebt in mir. League of Legends wird so rumgeflamed. Ich guck mal, ich muss auch gleich wieder auffrischen. Soldaten, vorwärts! Die Macht der Sonne lebt in Shurima. Ich bin so. Shurimas Sonnenaufgang. Auch farmingtechnisch, ne? Ich bin nicht gut. 140 bei 22 ist nicht gut. Und trotzdem, Drake ist weg, kein wir Wort gewesen. Nicht folgen, doch ihr müsst Zeuge werden. Ich werde Shurima so, jetzt geht's aber ab hier. Lassen. Ich bin und tschüss.
Ein Herrscher erkennt, wenn die Zeit reif ist. Das Vermächtnis Shurimas wird überdauern. Der Befehl wurde erteilt. Jene, so, die mir folgen, folgen dem Schicksal. Kann ich gerade? Ne, kann ich nicht. Dauert noch 36 Sekunden. Die Menschheit erleuchtet. Glaub an die Zukunft. Erobern! Ohne Shurima. Ich will jetzt den Tower hier kommen. Shurima ist ewig. Soldaten, vorwärts! Niemand kennt den Willen der Wüste besser als jetzt. Verschlafen Sie! Schade. Da war jetzt wieder mal nichts zu machen. Morgana tot. Sie weicht da auch nicht aus, ne? Sie weicht da einfach nicht aus. Wenn er jetzt so Ulti hätte, wäre... Ach, die hätte, glaube ich, gerade gesetzt. Ja, das war's schon. Der ist tot. Ja, wieder tot ist. Weil die uns snackt, dem von ihm vorbeigehen. Nehmen wir mal das da als Deckungs-Item. Um ein bisschen AP zu bekommen, sonst wird das hier gar nichts mehr. 4-5-2 ist natürlich nicht die beste Score. Varus hat eine ganz gute Score, muss ich sagen, aber... Gegnerische Doppeltötung. Ach, Katharina geht gefiedelt. Loyalität wird belohnt. Du. Alle Augen so sind auf uns gerichtet. Zwei in der Mitte. Jeder wird Shurima kennen. Wir werden ausgraben, was verloren ging. Drei in der Mitte. Geht mit mir und lernt Erhabenheit. Okay, ich komme zu back. Die schlafende Welt muss erwachen. Oh, die kommen nicht back. Sie haben ihr Schild. Dann halt. Stört mich nicht. Prima ist ewig. Die Geschichte wird von uns geschrieben. Ein Verbündeter wurde getötet. Nein, krieg ich dich doch, das kannst du aber wissen. Das ist knapp. Ja. LOL! Ich hab den nicht, nein, ich hab den Hibi doch nicht gekillt. Ach, bin ich behindert. Ein Gegner wird zum Berserker. Ah, manchmal, ne, da denke ich mir auch so, oh, du dummes Stück Scheiße, was hast du da wieder verbrockt? Das ist wieder so eine Situation, da könnte sich mir einfach nur an den Kopf greifen und mich fragen, was der Scheiß sollte. Ich glaube, es ist besser, wenn ich mir jetzt das da gleich hole, weil... ich mit den Abklingzeiten echt noch warten muss. Die Abklingzeiten-Verzögerung habe ich hier momentan. Moment. 25. Leute, mir fällt gerade was auf. Erstens mal, wo ist mein Buch hin verschwunden? Achso. Und zweitens, weil ich habe gar keine Schuhe. Flink wie der Wüsten. Nehme ich gleich die, so, fertig, komm. Wir sind das Ergebnis unserer Entscheidungen. Habe ich jetzt 40%, genau. Und dann hole ich mir das jetzt das Relais, das heißt, ich brauche 1,6. 2,1 brauche ich jetzt, 400 habe ich, also 1,7. Ja, Loyalität wird belohnt. Terminiert. Ja. Ich besiege dein Schicksal mit einem Wort. So. Wir wandeln auf dem Pfad der Erlösung.
Ganz kurz mal ein bisschen farmen hier. Drake ist ab. Super. Jeder wird Shurima kennenlernen. Und jetzt geht es nämlich übelst einmal mit dem Drake. Seht, was ich sehe. So. Euer Herrscher wird zurückkehren. Und zurück, bevor irgendwas passiert. Obwohl, warte mal. Wir sind gerade da drüben. Soldaten aufgestiegen, werden die Menschheit erleuchtet. Schade. Der Befehl wurde erteilt. Das Vermächtnis Shurimas wird über. Boah, sind alle da oben. Oh mein Gott. Glaubt an die Zukunft. Oh mein Gott. Wir werden ausgraben, was verloren geht. Soldaten, vorwärts! Die Unkönig haben einen Platz in den Geschichtsbüchern. Klima ist ewig. Und der fällt. Mein Imperium lebt in jedem Land. Ist ewig. Ich bin aufgestiegen. Schade. Das war jetzt mega fail von mir. Ich wollte eigentlich die Mauer zurückgeschmissen wird, aber habe ich zu früh gesetzt. Aber ich meine, hier wieder ein Tower gepusht. Wenn ich das nochmal so mache, dann ja. Und ich habe nicht mal eine unbedingt schlechte Score dafür, ne? Ich habe jetzt einen Tower, einen Inhibitor, da drüben noch einen Tower. Jetzt hole ich mit den Inhibitor, wenn... Inhibitor lassen sich mega schlecht mit Asel pushen, muss ich gestehen. Da muss ich echt sicher sein, dass ich den Tower hier drüben bekomme. Dann kann ich los. Das heißt, ich werde mich gleich in die Teamfights begeben. Momentan ergibt das eh keinen Sinn bei dem Abgemetzel unseres Teams. Natürlich geben wir nicht auf, wäre Schwachsinn. Alle auf so, jetzt ganz schnell. Ich bin Sonnenaufgang. Also Tower kriegen sie hundertprozentig nicht, wenn ich dabei bin. Die Geschichte wird von uns geschrieben. Jene, die mir folgen, folgen dem Schicksal. Der Befehl wurde erteilt. Naja, es wäre so ein Moment gewesen zu mitmachen, Leute. Schade, habe ich. Ich komme mit Asa noch nicht so ganz klar mit den Mechanik. Ich hätte die Ulti vielleicht ein bisschen später setzen sollen, wenn erst die Katarita Ulti auf dem drauf ist.